So, wir kommen heute mal zu einem Vergleichsvideo Essay, no, Entschuldigung, Essay Isula gegen das Enzo Necker. Ich hatte dieses Video schon länger angekündigt und ja, weil beide Messer eben so schön ähnlich sind von der, ja, von der, ja, nicht von der Form, sondern von der Größe her und ich das Essay Isula ja jetzt jahrelang verwendet habe und auch sehr zu schätzen weiß und auf das Enzo Necker gekommen bin. Habe ich gesagt, machen wir mal ein schönes Vergleichsvideo. Ja, was machen wir heute? Ich zeige euch einmal, was nach dem Schärfen rausgekommen ist. Dann gehen wir noch mal Richtung Batoning, Holzbearbeitung, Handlage und so weiter. Und wir gehen ganz zum Schluss noch einmal zu einem Schnitttest, wo wir ein bisschen Rope, also hier, wie nennt man das, Seil, ja, zerkleinern werden. Einfach mal gucken, wie lange halten beide durch. Sehr interessant. Spannt sich lange. Ich spanne euch nicht lange auf die Folter hier. Wir gehen jetzt erstmal rüber zum Messerschärfen. Hier kommt meine Einblendung dazu. So, die beiden Gegner sind aufgebaut. Ich habe beide scharf gemacht, richtig poliert. Sind wirklich richtig scharf. Ich zeige euch das gleich mal. Und da ist gleich die erste Frage: Was ist schärfer von den beiden? Das Essay Isula. Ich muss mal kurz die Gerätschaft wegräumen, sonst knall ich sie um beim. Warum hakt das jetzt? Jetzt geht's durch. Ihr seht durch, aber irgendwas hakelt hier noch. Hier in dem Bereich, da hakelt was, keine Ahnung warum. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf das, auf die Schärfe. Also das zieht ganz sauber durch. Vom Buch Längsseite tut es sich hier schwer. Ja, das tut sich schwer auf der Telefonbuch Längsseite. Nein, das ist nichts. Gucken wir uns das Enzo Necker mal an. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Das ist ja, was ganz anderes. Längsseite. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist, ja, also das ist wirklich, war gerade ein beeindruckender Schnitt, muss ich sagen. Ja, kriege ich den reproduziert, wie er ergreift. Das ist, boah. Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist richtig, richtig scharf geworden. Richtig scharf, ja, wirklich, das ist. Ja, Hammer. Anders kann ich es nicht beschreiben. Also zum Thema Schärfe, auch wenn es ungewöhnlich ist, dass ein 10,95er Stahl hier schlechter abschneidet. Ich kann das wirklich nicht fassen. Außer jetzt diese eine Macke, die da noch drin ist. Es ist aber generell, ihr seht es auch am Papier, das ist ruppig. Und das hat jetzt ähnlich lange, der war jetzt sauberer, ähnlich lange geschliffen wie das Enzo Necker. Aber ich habe euch schon öfters gesagt, dass ich Probleme habe damit. Jetzt bin ich gegen Stativ gekommen, Entschuldigung. Dass ich Probleme habe damit, mit diesem Messer hier, das auf Schärfe zu bringen. Ja? Das Enzo Necker, das wird beeindruckend scharf. Ja, hier der, was war das? Der 12C27 Stahl drauf. Eigenartig. Ja? Also 1 zu 0 fürs Enzo Necker. Ja, zurück vom Schärfen, zurück zum Essay Isula und zum Enzo Necker. Ich habe damit auch betont. Ja, ich werde euch mal eine Einblendung dazu jetzt zeigen.
Ja, wie ihr in der Einblendung gesehen habt, da kam auch noch das Hulter Force GK mit zum Einsatz. Das liegt jetzt daran, dass das ist so mein ganz normales Holzbearbeitungsmesser, gerade für diese Tätigkeiten, die ich da zeige. Da mache ich gerade Feuerholz für den Anzündkamin. Das heißt, sehr, sehr dünne Scheide mache ich dort. Und Feathersticks zünde ich ein Feuer an und anschließend schiebe ich diese Scheite in diese Löcher rein von dem Anzündkamin, so dass ein richtig schönes Feuer entsteht und die Kohle richtig gut durchziehen kann. Das mache ich eigentlich regelmäßig mit den Messern, daher brauche ich sie auch und da reicht auch so ein kleines Messer vollkommen aus, aber es muss eben gut funktionieren, gerade beim Feathersticking. Und da habt ihr gesehen, dort gibt es gerade bei dem SE Sula echte Probleme, vernünftige Feathersticks hinzubekommen. Und das Enzo Necker, das beißt sich richtig tief rein. Das ist auch nicht so optimal. Da hatte ich auch gerade am Anfang Probleme gehabt, den richtigen Winkel überhaupt noch zu treffen. Ja, das ist so. Hier ist ein Stück Holz. Ich zeige euch das nochmal. Das ist so ein, nennt man das Tryout-Stock-Stick oder sowas. Hier mit dem, ne? Ja, wir erreichen damit etwas, aber. Es ist echt sehr, sehr kraftraubend, hier mit dem SE Sula so etwas zu machen. Da beißt sich das Enzo Necker hier wesentlich leichter rein. Es geht tiefer rein. Es ist nicht so kraftraubend im Holz. Also es ist definitiv die bessere Wahl fürs Holz, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist so. Ja. Kommen wir kurz, ja, starten wir mit der Klinge, mit der Schnittperformance. Dazu zertrennen wir diesen Schlauch hier. Schnittplatte drunter, na, kommt so und sieht besser aus. Ja. Und starten wir mal mit dem Enzo Necker. Das ist so ein, ja, so ein zähes Zeug hier. Ja. Und wie gut kommen wir da durch? Ja, das sieht man. Das ist eine anstrengende Geschichte. Da sieht man immer schön, wie so ein Messer gestrickt ist. Aber das ist durchaus, ja, für die Klingenstärke ein sauberer Schnitt, den man da hinbekommt. Und beim SE Sula, ja, da kann man sagen, das ist von der Performance her doch, ja, ähnlich, ähnlich. Also so ein Pushcut oder so, das wird jetzt keiner durchbekommen. Oder kriege ich das hin mit dem Enzo Necker? Na, nicht ganz. Ja, fast durch beim Pushcut. Pushcut SE Sula. Oh, der ist durchgegangen. Also ihr seht, von der Schnittperformance her ist das durchaus denkbar, dass, also durchaus kann ich hier sagen, dass sich die beiden absolut ähneln. Beide schneiden gleich. Ich sage nicht gut. Ich sag mal gleich, weil. Gut ist was anderes. Es ist eben doch schon so, dass diese Messer hier doch eine gewisse Klingenstärke aufbringen hier an der Stelle, wie man hier ganz gut sieht. Ja, und aus dem Grund ist das so, dass natürlich hier der Anschliff, der Winkel dort unten doch relativ dick ist. Kommen wir kurz zur Handlage. Wir haben hier ähnlich lange Griffe. Also die Grifflängen, die sind wirklich gleich. Ja, das ist immer von der Kamera, wo das ein bisschen verzogen ist, aber die sind wirklich annähernd gleich. Ja, wenn ich hier in den Spine reingehe, hier, also dort unten, wo die Fingermulde ist, dann enden die beiden Griffe fast gleich. Ja, liegen eben in der Hand, komplett ein drin mit vier Fingern. Und der Unterschied ist hier definitiv. Liegt das SE Sula ein Stückchen besser, weil die Klingenhöhe, also bei mir in der Hand, weil die Klingenhöhe doch etwas höher ist. Also diese Höhe hier ist höher. Ein ganz klein bisschen. Ja, das kriege ich jetzt wahrscheinlich ganz schwierig eingefangen. Ja, das sieht man kaum. Aber das SE Sula verdeckt eben das Enzo Necker komplett. Und dadurch verdreht sich die Klinge in der Hand nicht so schnell bei Torsion. Ja, also hier verdreht sich relativ schnell, weil das ist einfach nur so ein dünner Griff. Das geht hier relativ schnell. Währenddessen ich hier ein bisschen mehr Fleisch habe und auch durch die Sonde hier hinten, ja, das liegt hier drin und das ist wie ein Anker in der Hand.
und es ist führiger an der Stelle. Ich habe mich auch schon mal pro diesen Jimping hier ausgesprochen. Das ist gar nicht aggressiv, das taugt zu gar nichts. Aber das ist eben immer noch so ein Gefühl, wo ich weiß, wo ich gerade bin auf dem Messer. Ja, und wo ich gerade liege. Muss man nicht hier haben, aber würde mir jetzt auch helfen zu sagen, bei dem kleinen Messer, ich bin hier, hier, hier und das ohne hinzugucken, ich brauche das einfach. Das ist mittlerweile so ein Andockpunkt, wenn ich weiß, ich liege hier auf, dann weiß ich, wo ich bei dem Messer bin. Ja, die Griffschalen, muss ich sagen, sind aber von mir nachgekauft und ich hatte lange mit einem anderen YouTuber geschrieben, wo ich weiß nicht, ob er YouTube ist, zumindest hat kommentiert er bei mir. Er wollte die auch haben und wir haben das zusammen auch nicht hinbekommen, diese Griffschalen noch einmal aus China nachzubestellen. Der Lieferant wollte nicht nach Europa liefern. Ich habe die damals in meiner Zeit, wo ich in China gelebt habe, gekauft. Echt blöd, ja, weil sie waren auch günstig, glaube ich, so um die 30 Euro nur. Und das hat das Messer wirklich aufgewertet. Das fühlt sich jetzt besser an. Aber eben nicht vergessen, jetzt bei dem Vergleich, diese Griffschalen bekommt man nicht so einfach. Aber ich vermute auch mit einer guten Paracord-Wicklung, was ich auch jahrelang hier drauf hatte, ist es auch in der Hand von der Handlage besser. Das finde ich sehr schön, weil es eben schön weich ist, gar nicht rau, aber es fehlt eben auch so ein bisschen die Griffigkeit. Von der Verarbeitung her, ich habe ja schon mal gesagt, hier oben, das ist echt übel scharfkantig. Ich habe das auch bis heute noch nicht rund gemacht. Das muss ich aber mal dringend machen. Mich stört das wirklich. Das ist nervig beim Arbeiten hier. Das klemmt sich genau in den Zeigefinger rein. Ihr seht, da ist so ein bisschen Fleisch und Haut. Und hier tut es weh. Das ist echt blöd gemacht. Beim SE Sula alles verrundet, alles wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Toll gemacht. Ja, Feuerstahl anreißen geht mit dem nicht. Bei dem hier, ja, da könnte es funktionieren. Ich habe jetzt hier nichts zur Hand. Müsste ich suchen, möchte ich aber hier drinnen auch jetzt eigentlich nicht machen. Ja. Da gibt es immer einen Weg, wie man den Feuerstahl angerissen bekommt. Zur Not mit der scharfen Ecke hier unten. Nee, war ein Spaß. Genau. Also, das war's jetzt zur Handlage. Ich würde die Messer jetzt nochmal richtig, richtig schön nachziehen. Ja, auf dem Leder. Dass sie für den Schnitttest, der als nächstes folgt, ja, nochmal richtig scharf sind. Dann zeige ich euch, wie scharf sie sind. Und ohne Schnitt knall ich das Seil hier, weiß nicht wie oft. Ich denke mal 3 bis 5 Mal. Muss mal gucken, wie leicht es durchgeht. Vielleicht reichen auch 3 Mal, dass wir einfach mal sehen, was hält jetzt die Klinge besser. Dieser 1095er Stahl, der sich hier echt schlecht schleifen ließ und was sehr ungewöhnlich ist für diesen Stahl. Oder der 14C, sage ich es richtig? Nee, nein, das ist der 12C27. Toller Stahl, rostfrei, lässt sich gut schleifen, hält die Klinge lange. Mal gucken, wie er sich gegen den Kohlenstoffstahl macht. Könnte er durchaus gute Chancen haben, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und dann noch mein kurzes Fazit. Also, ich ziehe mal übers Leder. Bis gleich. Willkommen zurück. Jetzt kommen wir zu unserem Schnitttest. Erstmal zeige ich euch, die Messer sind alle nochmal abgezogen, scharf, ja. Wunderschön. Das Enzo Necker enttäuscht dort nicht. Bei dem hatte ich wieder meine Probleme. Das war lange drauf, aber ihr seht, ich bekomme zumindest auf normalem Papier doch ganz angenehme Schnitte mittlerweile hin mit dem Messer. Telefonbuchpapier ist eine andere Nummer. Ja, und wir machen jetzt einfach mal, ich sag mal, 3 Schnitte mit dem Enzo Necker. Und gucke mal, wie das Messer performt. Eins. Drei. Mal kurz Papier holen. Gucken. Nicht 2 Seiten, das wird nichts. Eine reicht. Nichts gemacht an dem Messer. Also 3 haben wir. Vier. 5, 6, 7, 8.
kurz einen Zwischenstopp machen, gucken, nichts. Ich sage manchmal mal noch 10, dann glaube ich, dass das Messer eine gute Schnitthaltigkeit hat. Neun. Zehn. So, 10 Stück. Papier. Wie Butter hat sich nichts verändert. Also, toller Stahl. Kann man nicht anders sagen. Top Wärme behandelt. Jetzt gucken wir nochmal bei dem rein. Mal bei 3, 8, 10. Jetzt sind wir gerade bei 2. 2. Schnitt Nummer 3. Frisches Blatt Papier. Ja, hier hat es schon gelitten, dort vorne auf den, wie sagt man, auf den, ja, auf den Runden, auf den Curve, auf den Belly. Keine Ahnung, jetzt sieht man es dort. Ja, das hat schon gelitten. Machen wir mal weiter. War auf 8 und dann gucken wir noch mal kurz rein. 4. 5. 6. 7. 8. Ja, dann nicht 8. So, jetzt. Und mal gucken. Wo stehen wir? Ist das wieder schärfer geworden? Nein, das kann nicht sein. Es ist schon, wie ich gesagt habe, hier vorne in dem Bereich merkt man, wie es sich echt schwer tut. Aber beeindruckend ist eben hinten hier geworden an der Stelle. Da ist es noch scharf, aber ich habe ja auch die meisten Schnitte in diesem Bereich gemacht. Wie soll ich es auch anders machen? Ich komme ja hier gar nicht runter. Soweit. Deswegen ist eigentlich dieser Bereich hier eher der interessantere Bereich, wie der sich verhält. Bei 8 Schnitte sind wir. Ja, und da muss ich sagen, an der Stelle ist das schon ziemlich platt jetzt. Ich mache die 10 einfach nochmal zu Ende. 9. Ja, ihr seht, ich kriege das kaum noch durch. Das ist richtig. Richtig runter schon. 10. 10. Das ist nichts mehr. Und jetzt zum Vergleich nochmal. Ich meine, hier habe ich auch vorne am Belly das meiste geschnitten. Der sieht, das ist was anderes hier. Was anderes. Also, räumen das kurz weg, dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Bis gleich. So, das Fazit zu den beiden Isolas. Übrigens, das kommt normalerweise mit einer Lederscheide. Das ist die Originalscheide. Die Lederscheide, wenn wir jetzt aufs Zubehör gehen, ist natürlich der letzte. Naja, was soll ich sagen? Klar, Moment, hier habe ich sie. Steckt ein anderes Messer drin. Das Ding hier, ja, das hält gar nicht, also keine Ahnung, diese Scheide, das ist die schlechteste Lederscheide, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Deswegen habe ich mir relativ schnell eine Kydex gebaut. Super Sache, kann man schnell in die Hosentasche verschwinden lassen. Beim SE Sula habe ich auch irgendwo noch eine Kydex, funktioniert genauso gut. Aber auch diese Scheide finde ich jetzt nicht schlecht, womit das Isola mitkommt und das ganze Zubehör mit dem Schuhclip und so weiter. Das ist schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. Also das Zubehör ist besser. Der Preis ist natürlich auch anders. Aber kommen wir jetzt kurz zum Fazit. Pros, diesen Messer, Holzbearbeitung.
Ja, der Klingenstahl ist besser. Wir haben gesehen, Schnitthaltigkeit ist besser. Es beißt sich besser rein. Hier ist wirklich vieles besser. Es fühlt sich wertig an. Ja, es hat einen echten Skandi drauf. Man bekommt es aber auch mit einem Flachschliff. Wir haben hier einen Mikata-Griff, der schon mitgeliefert kommt. Also der ist fest verklebt. Den kann man auch nicht abbauen. Ich möchte jetzt nicht, dass jemand das falsch versteht. Was Messer natürlich aufwertet. Kontra an dem Messer sind zum einen, dass es hier unten scharfkantig kommt, dass mir das Mikata ein bisschen zu glatt ist und dass der Griff hätte ein bisschen voluminöser sein müssen oder ein bisschen höher von der Form her, dass man einfach in der Holzbearbeitung nicht so schnell torsiert, hier quasi umkippt. Ja, das ist anstrengend auf Dauer, immer wieder mit den Fingern dagegen zu halten. Deswegen, das ist auch ein Kontrapunkt in meinen Augen. Beim Isula, hier bekommen wir einen Haufen Zubehör mit. Allerdings fehlen die Griffschalen. Und die Griffschalen sind sehr schwierig zu bekommen. Und wenn man sie irgendwo bekommt, hier auf dem heimischen Markt, dann kosten sie unheimlich viel Geld. Hat jetzt, wie gesagt, Glück, dass ich die aus China bekommen habe. Genau. Was haben wir für Pro-Punkte bei dem Messer? Das ist einmal die Handlage mit diesen Griffen, aber auch sicher mit Paracord ist das eine erstklassige Handlage. Ich mag dieses nicht aggressive Jimping hier drauf, einfach um zu fühlen, wo ich mich gerade befinde. Die Klingenform, der hochgezogene Flachschiff, der ist erstmal praktisch. Mag ich normalerweise sehr. Ich mag die Farbe, das aber jetzt Optik, das ist jetzt von mir rein subjektiv betrachtet. Ich liebe dieses Messer wegen der Optik, ja, mit der Ameise und dem Grün, das finde ich schon richtig schick gemacht. Kontra bei dem Messer. Es lässt sich schon mal gar nicht richtig vernünftig super sauscharf ausschärfen. Das geht nicht, trotz annähernd Spiegelpolitur. Es weiß nicht, es nimmt die Schärfe nicht richtig an. Ja? Ich weiß nicht warum, aber das ist so bei dem Messer. Ja? Zudem haben wir gesehen, Schnitthaltigkeit, ja, unterirdisch, das ist aber bekannt bei allen Isula-Freunden. Man sagt ja, man kann es im Feld super wieder nachschärfen. Ich habe es hier in der Werkstatt einigermaßen wieder hinbekommen oder einigermaßen hinbekommen, aber es ist nie richtig sauscharf geworden, braucht man im Feld jetzt auch nicht, aber schneiden sollte es. Und da haben wir das nächste Thema. In der Holzbearbeitung ist das jetzt hier auch kein Könner. Feathersticks machen und so weiter, das habt ihr in dem Video gesehen, das ist nichts. Vergleich zum Hultafors GK immer als Aufsetzpunkt, vergesst es, das ist wirklich unterirdisch, diese Leistung an der Stelle. Wir haben des Weiteren als Kontrapunkt keinen angeschliffenen Klingenrücken. Ja, und dann wäre es das eigentlich schon beim Kontra. Wenn man den anschleift, dann muss man eben diese Beschichtung kaputt machen. Das meine ich eigentlich mehr als Kontra. Währenddessen, selbst wenn das hier nicht funktionieren würde, mit ein bisschen Schleifarbeit bekommt man das doch relativ gut hin, hier sowas anzubringen, dass der Klingenrücken scharf ist. Darf bei Isula nicht vergessen. Wir haben hier eine lebenslange Warranty und das ist eben auch durch den 1095er ein Brecheisen. Das ist für den taktischen Einsatzzweck, Sachen aufhebeln und so weiter. Hat vielleicht auch einen anderen Einsatzzweck jetzt als das Bushcraften im Holz und so weiter. Aber meine Zuschauer gucken sich ja an, was mache ich damit im Holz, wie arbeite ich nämlich, wie funktioniert es als EDC. Und da muss ich sagen, da liegt das hier als EDC, aber auch fürs Bushcraften und Outdoor und so weiter, liegt dieses Messer hier vorne. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, trenne dich von eins von den beiden. Ja, eigentlich hast du ja zwei, funktionieren ähnlich, was willst du damit? Dann tue ich mir hier wirklich gerade schwer, weil das ist ja schon so eine Hassliebe bei mir, die Optik bis heute. Echt cool, auch desto verrammelter oder verranzter dieses Messer hier wird, ja, desto mehr Charme gewinnt das Messer. Und ja, ich kann mich nicht davon trennen, auch wenn es hier eine Performance hat, wo ich sage, wozu verwende ich das überhaupt noch? Das ist ja viel besser. Ja, das ist eben Geschmackssache. Ich mag diese hohe Klingenform. Man hat auch gesehen, die hohe Klingenform zusammen mit dem Flachschliff sorgen doch ganz gut dafür, dass die Schneidperformance da ist. Ich könnte jetzt ganz speziell nochmal euch sagen, wie viel wir an Material hinter der Schneidphase haben. Den Messschieber geholt und messe mal drauf. Und da liegen wir hier
an der Stelle, wo ich messe, bei 0,65. Messen wir vorne nochmal. Da sind wir. Und da liegen wir auch bei 0,65. Das heißt, da liegen wir überall. Ich hoffe, man konnte das jetzt sehen. Ich glaube, ich bin komplett raus. Sorry dafür. Also überall gleich viel. Das ist jetzt nicht unbedingt der Slicer, aber zumindest für so ein Outdoor-Werkzeug mal kein schlechter Wert. Ich habe hier auch Werkzeuge, die teilweise dann bei 1 mm liegen. Die sind richtig unterirdisch. Damit habe ich keinen Bock mehr, Holz zu machen, weil das tut einfach nur noch weh in der Hand, weil man zu viel Druck aufbringen muss. Hier geht es immer noch. Man merkt schon, ja, das ist jetzt auch nicht so. Beim Scandi brauche ich jetzt nicht nachmessen, das macht keinen Sinn. Der läuft auf Null aus dort hinten, ja, und der ist bissig und man kann mit dem Holz arbeiten. Also, ich könnte mich von keins von beiden trennen. Vielleicht kommt da irgendwann noch irgendjemand und sagt, hey, ich kaufe es dir ab, dann wäre ich vielleicht doch nochmal schwach. Aber aktuell, die Optik, wie gesagt, das ist immer noch, hat so ein bisschen Coolness-Faktor, das hier weniger, dafür funktioniert es besser. Ja, so ist das. Also, das wäre meine Zusammenfassung zu SE Sula gegen Enzo Necker. 1095, 12C27 Stahl. Machen beide einen guten Job, aber das eine kann es eben besser als das andere. Also, Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal.